Elvio Paolo Rosso, früherer Fitnesscoach der argentinischen Nationalmannschaft und des FC Barcelona, hat in einem Interview erzählt, wie niedergeschlagen er Superstar Lionel Messi in der Nacht nach dem verlorenen Copa America-Finale 2016 vorfand. In der Kabine herrschte nach dem Spiel schon viel Schmerz, aber das Schlimmste sollte noch kommen, sagte Paolo Rosso dem Radiosender Jogo Bonito. Genau wie ein Jahr zuvor hatten die Argentinier auch das Endspiel der Copa America 2016 nach Elfmeterschießen gegen Chile verloren. Paolo Rosso fuhr fort: Um etwa 2 Uhr morgens ging ich in den Materialraum und fand Leo dort komplett alleine. Er weinte wie ein Kind, das seine Mutter verloren hat. Er war komplett aufgelöst, niemand konnte ihn trösten. Ich umarmte ihn einfach und wir weinten ein bisschen zusammen. FIFA 19 Gesamtstärken der Top-Spieler, Platz 10 bis 1, Ronaldo und Messi auf dem Thron. EA Sports hat die Top 10 der Spielerwerte bei FIFA 19 veröffentlicht, jedes Jahr wieder ein heißes Thema. Xbox zeigt, wer bei den virtuellen Profis die Nase vorn hat. Platz 10, Toni Kroos, Real Madrid, ZM, Gesamtstärke, 90. Platz 9, David De Gea, Manchester United, TV, Gesamtstärke, 91. Platz 8, Luis Suarez, FC Barcelona, Sankt, Gesamtstärke, 91. Platz 7, Sergio Ramos, Real Madrid, IV, Gesamtstärke, 91. Platz 6, Eden Hazard, FC Chelsea, LA, Gesamtstärke, 91. Platz 5, Kevin De Bruyne, Manchester City, SOM, Gesamtstärke, 91. Platz 4, Luka Modric, Real Madrid, ZM, Gesamtstärke, 91. Platz 3, Neymar, Paris Saint-Germain, LA, Gesamtstärke, 92. Platz 2, Lionel Messi, FC Barcelona, MS, Gesamtstärke, 94. Platz 1, Cristiano Ronaldo, Juventus Turin, Sankt, Gesamtstärke, 94. Lionel Messis Zukunft in Argentiniens Nationalmannschaft ungewiss. Paolo Rosso war unter Tata Martino sowohl Fitnesscoach der Albiceleste als auch von Barça. Von Messi, der seinerzeit im Elfmeterschießen gegen Chile seinen Versuch über das Tor gesetzt hatte, hat er nur Positives zu berichten. Ich empfinde nichts als Anerkennung für ihn. Wir haben immer gut zusammengearbeitet. Messi hatte nach dem verlorenen Copa-Finale 2016 zunächst seinen Rücktritt aus Argentiniens Nationalelf erklärt, war später aber wieder zurückgekehrt. Nach dem Achtelfinal aus bei der WM in Russland gönnt er sich derzeit eine Auszeit von der Albiceleste für den Rest des Jahres. Ob er noch einmal für sein Land aufläuft, ist aktuell offen. Werbung, Werbung.